Also die Schumann-Fantasie ist schon eins meiner Leib- und Magenstücke seit längerer Zeit. Habe die immer sehr, sehr geliebt und auch schon viel gespielt. Die Liszt-Sonate ist erst so in den letzten 2, 3 Jahren hinzugekommen und habe die auch zwar immer sehr geliebt, aber nie gespielt. Und beim Arbeiten ist mir dann eben diese Widmung aufgefallen, Herrn Robert Schumann gewidmet. Und dann fiel mir noch vage ein, Schumann-Fantasie Opus 17, Herrn Franz Liszt zugeeignet. Und da dachte ich, das ist doch irgendwie interessant und hatte eigentlich sofort den Plan gefasst, diese beiden Stücke dann mal in ein Programm zu setzen, auch in einen Klavierabend, dass die sich wirklich aufeinander beziehen, dass das wie ein Dialog dieser beiden großen, ja auch unterschiedlichen Meister zueinander ist. Weil es eben zwei solche unglaublichen Berge sind, die da zu besteigen sind. Eben die zwei wirklichen Matterhörner dieser beiden Komponisten. Deswegen ist es so unglaublich emotional anspruchsvoll. Ja, die Fantasie ist schon der Gruß an Clara. Das ist schon ganz klar. Es ist die Zeit, wo sie noch nicht recht zusammenfinden konnten. Und wenn er dann Beethoven zitiert am Ende des ersten Satzes aus An die ferne Geliebte, dann ist das auch ein ganz klarer Hinweis auf was dahinter steht und wie sehr Clara insbesondere durch diesen ersten Satz geistert. Diese Art von Überschwang, von Liebessehnsucht, die sich da widerspiegelt, die sich da ausdrückt und völlig, auch zum Teil völlig maßlos ausdrückt. Gerade dieser Anfang, der einen wirklich überfällt, schon mit einer Woge an Überschwang, an Sehnsucht, an Vorfreude, an ja, auch Schmerz da drin. Also es kommt ja immer alles gleichzeitig eigentlich bei Schumann. Es hat immer alles gleichzeitig Kehrseiten und Schmerz und Liebe und Vergänglichkeit und Schönheit und Erfülltheit, das ist irgendwie alles unheimlich dicht beisammen und kann in einem Moment kippen oder sogar gleichzeitig ausgedrückt werden. Er macht den absoluten Seelenstriptease in seiner Musik und zeigt bis in seine absolut tiefste Verletzlichkeit alles. Und das ist nicht das, was mich so unheimlich anrührt, so dass ich manchmal so ein Gefühl habe, ich müsste den Schumann schützen. Bei Liszt, er geht, also diese Sonate H-Moll ist wirklich so ein Abriss eines ganzen Lebens, kann man sagen. Nicht umsonst ist Faust der Überlieferung nach Thema dieser Sonate. Und ich empfinde es wirklich, dass da eine gepeinigte Seele zum Ausdruck kommt, die getrieben ist, die gefährdet ist, die auch in der Musik dauernd gefährdet wird und die dann ab und zu Trost erfährt, dann aber wieder absolut in die Hölle mitgerissen wird. Im schönsten Trost macht sich der Teufel mit seinem Lachen dann noch darüber lustig. Und es bleibt ambivalent bis zum Schluss, eigentlich auch bis zum Schluss, wo man denkt, jetzt ist die Verklärung ganz da. Selbst diesen letzten Ton kann man noch als das letzte Nachkichern wieder des Teufels, der sogar noch da reinspukt, interpretieren. Ich finde es ja besonders interessant, wie er das thematisch dann auch umsetzt, dass dann dieses Motiv, was eigentlich das wieder ja, Mephistos Lachen ist, dieses hämische, nicht, dass er aus diesen repetierten Noten dann gleichzeitig das Motiv gewinnt, was dann die Erlösung im Prinzip ist oder der Trost. Man denkt erst gar nicht, dass das zusammenhängt, aber es ist dasselbe, nur in einer anderen Zeitspanne und in eine andere Harmonik gesetzt. Und das Da kommt man eigentlich beinahe in wirklich in philosophische Tiefen, wenn man darüber nachgrübelt,
dass das vielleicht aus demselben Material ist. Also das ist, glaube ich, von allen Werken, die ich bislang erarbeitet habe, ist das das Monumentalste für mich gewesen. Also auch schlicht und einfach vom Arbeitsaufwand und vom Durchdringen. Und bis heute voll mit Fragezeichen. Und das ist auch das Zeichen eines großen Werkes letztlich, glaube ich, wenn ganz, ganz viele Fragezeichen immerfort stehen bleiben. Die Sonate ist schon, ich glaube, die größte Herausforderung in seinem Œuvre. Ich denke manchmal an ein Gespräch, das ich mal mit Klaus-Maria Brandauer hatte, mit dem ich einige Programme mal eine Zeit lang zusammen gemacht habe und mit dem ich befreundet bin. Und ich hatte ihn mal gefragt, wie ist das für dich, in verschiedene Rollen zu gehen? Kannst du dich mit allem da identifizieren oder hast du da auch eine gewisse Distanz dazu? Und er sagte etwas, und das ist mir wirklich hängen geblieben. Er sagte, eigentlich ist mir nichts fremd. Ich kann mir absolut alles vorstellen, vom Mörder bis hin zum Verliebten, bis hin zu allen Charakteren. Und das ist ein bisschen in der Musik auch so. Es darf uns eigentlich nichts fremd sein, sondern irgendwie, wenn uns das alles irgendwo in einer Ecke unserer Seele auch vertraut ist, dann können wir da auch eine Verbindung mit uns selber und mit unserer eigenen Persönlichkeit herstellen. Und das ist der spannende Prozess, eben den Mephisto im Liszt und dieses getrieben sein oder den Frieden und aber auch die Traurigkeit des letzten Satzes der Schumann-Fantasie oder diesen überwältigenden Liebesrausch oder Sehnsuchtsrausch des ersten Satzes. Das alles spiegelt sich irgendwo in bestimmten Ecken der eigenen Seele wider und man kann es wiederfinden. Und das sind die tollen Berührungspunkte, wenn man das erlebt.